Frag doch den Wirt vom scharfen Schwert. Haha, als ob die Suff-Märchen deiner Kumpanen irgendwas beweisen könnten. Mischen wir uns da mal. Hier, da sieht's Ihr aus. Da. Ihr seht aus, als hättet ihr einen klaren Verstand und könntet uns bei dem Streit um meinen Apfelbaum helfen. Gut, ich werde versuchen zu helfen. Zunächst aber müsste ich erst einmal schildern, worum es überhaupt geht. Hörst du gerade, jetzt entscheidet jemand für uns, wer im Recht ist. Also leg sofort die Axt aus der Hand. Du willst mir vorschreiben, was ich auf meinem Grund und zu Boden zu tun habe? Mir reicht's, der Baum kommt jetzt weg. Einen Moment, weshalb wollt ihr, seid ihr eigentlich so erpicht darauf, diesen Baum zu fällen? Er versperrt Prios Blick auf meinen Acker. So nimmt er meinen Pflanzen das Licht und raubt meinem Boden das Wasser. Beim Sturm knarrt er so entsetzlich, dass ich nachts nicht schlafen kann und... schon gut, aber ist euch bewusst, dass euer Nachbar sehr auf diesem Baum, an diesem Baum zu hängen scheint? Ha, natürlich hängt er an ihm. Die gute Göttin Perrin hat diesen Baum mit goldenen Äpfeln dagegen gesegnet. Er erntet immer fleißiger als ab und ich gehe leer aus. Aber dafür gibt es doch sicher eine Lösung. Oh, die gibt. Ich hau das Ding jetzt um. Es steht sowieso zur Hälfte auf meinem Land. Dann ist endlich Ruhe. Geht zur Seite. Wollt ihr ernsthaft einen gesegneten Baum fällen? Ihr Zorn könnte euch die Ernte kosten. Wäre es da nicht klüger, einen Hang mit eurem Nachbarn zu geben und die Ernte zu teilen? Der Baum steht doch genau auf der Grenze. Eurer Ländereien und gehört somit dem Grafen von Ferdok. Was würde er wohl dazu sagen, wenn ihr seine Äpfel erntet oder den Baum gar fällt? Ich habe genug von eurem elenden Gejammer. Sucht euch doch einen Diener des Paios, um das Recht feststellen zu lassen. Ich auf jeden Fall gehe jetzt. Der Baum bleibt stehen gerade, sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Und ihr, Berwin, solltet mir als Honorar für meinen vermeintlichen Dienst die Äpfel von diesem Baum überlassen. Nehmen wir mal das erste. Versuchen wir es mit den Göttern. Ach du je, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Den Zorn der Göttin will ich wahrlich nicht wecken. Also, Brennwin, dann sei doch so gut und lass uns die Äpfel in Zukunft teilen, ja? Der bleibt bei uns stehen und die teilt von nun an die Ernte. Bist du zufrieden, Berwin? Naja, schon, aber dann bleiben ja nur noch halb so viele Äpfel übrig. Wer setzt mir das Geld, das mir dadurch entgeht? Ihr lärmer Lappen, man sagt wohl zu Recht, dass es nicht schlecht um das Reich bestellt ist, solange der Kurscher noch klagen kann. Wie dem auch sei, dass ihr meinen Apfelbaum gerettet habt, werde ich euch nicht vergessen. Gern geschehen. Auf bald, liebe Bauern. So, das sind die Punkte. Und wir haben Streit um den Apfelbaum. Der Streit wäre geschlichtet. Endlich kann ich die schöne Landschaft ohne dieses Geblöcke genießen. Ich habe den Streit beendet. Endlich Ruhe. Es muss dem Reich wirklich gut gehen, solange die Kurscher noch jammern können. Ja. So, wir haben Steigerungspunkte für sie. Das geht jetzt beides in Pflanzenkunde, damit sie die Einbeeren besser ernten kann. Ja, Würselkraut, Würselkraut. Und hier sind ein paar, hier ist ein Einbeerstraucher, den wir es nochmal probieren können. Und ein Mühlenkeller. Da drüben ist auch noch mehr Würselkraut. Ja, hier ist eine Mühle auf jeden Fall. Eine... Ja, der Mühlenkeller. Eine Kiste. Eine Pechfackel. Okay, wir könnten in den Keller runter. Ich kann leider keine Wegpunkte setzen. Also das sollten wir uns merken, dass hier noch ein Mühlenkeller ist. In erster Linie hätte ich aber erstmal gerne die Einbeeren. Was sie sonst noch so sammeln kann. Mal gucken, ob sie jetzt mit dem Würselkraut schon mal zurechtkommt. Ja. Noch mehr Würselkraut, okay. Ah, hier sind die Einbeeren.
Komm, bitte, bitte. Ah. Schade. Mäusefall und rostige Nägel. Schlösser knacken. Ja, Schlösser knacken kann sie, glaube ich, nicht so gut. Nein. Dafür bräuchten wir dann erst. Ich mach das schon. Erst einen Dieb. Oh, hier sind noch Holzfässer, gut. Quellwasser und helles Fertok. Und eine Schlingenfalle. Schlingenfalle können wir verkaufen. Quellwasser, das heben wir auf für unsere Alchemie. Wenn wir uns dann selber ein Bärtränke brauen. Also ja, wir sollten uns auf jeden Fall merken, dass hier ein Mühlenkeller ist. Mit noch einer Schatztruhe. Hier ist nochmal Wirselkraut. Da wären noch Einbeersträucher. Gute Entscheidung. Amazone voraus. Also ja, wir haben immer noch Fehlschlag. Ja, und hier ist noch ein Einbeerstrauch. Ich bin jetzt mal so verschämt und mache einen Quicksave. Bingo, da haben wir die Einbeeren. Zum Donner, was ist? Ja, wir könnten sie was fragen, müssen wir aber nicht. Ich mach das schon. So, 10 Einbeeren. So, wir können... Bringt Bredo die Einbeeren. Ich muss die Einbeeren zu Bredo bringen, damit er endlich damit beginnen kann, Einbeersaft herzustellen. Ja. Hier ist ein Amboss mit einem Schmied. Hier ist noch ein Händler. Und hier ist der Zöllner. Okay. Ah, der Schmied ist ein Zwergenkumpel. Was gibt es? Dürfte ich euer Angebot sehen? Ich würde gerne etwas von euch lernen. Schmieden kann ich schon, okay. Was gibt es? Dürfte ich euer Angebot sehen? Schleifstein, Gegengewicht. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wir können dir Zeug verkaufen. Eine Brechstange. Vorschlaghammer ist wahrscheinlich eine Zweihandwaffe, ja. Hier, kannst das helle Ferdocker haben. Kannst den Apfel haben, die rostigen Nägel, die Schlingenfalle, die Mausefalle und den Fellfetzen. Gut.
So, wie sieht's bei dir aus? Was gibt es? Dürfte ich euer Angebot sehen? Ja, du könntest mir ein Holzschild verkaufen und ein Kurzschwert. Eine Spitzhacke, zweihändige Hiebwaffe. Das wäre eigentlich genial gewesen. So eine Spitzhacke als Waffe ist immer was Tolles. Ja, ein Pferd. Halt! Im Namen des Grafen. Niemand darf ohne Passierschein die Brücke nach Ferdok überqueren. Mhm. Soldat, ich bin Brennoe, Sohn des Turins, und fordere euch auf, mich auf beiseite zu drehen. Haha, Brennoe, Sohn des Turins. Das sagt mir nichts. Zeigt mir erst die gefährlichen, den kräftigen Passierschein. Ansonsten kannst du nicht nach Ferdok. Ja, habe ich wohl verbummelt. Wenn euch mein guter Name nicht genügt, so sagt mir, wie kann ich einen neuen Passierschein erwerben. Ferdok ist derzeit für Reisende gesperrt. Nur noch ehrenwerte Bürger und Reisende mit einem Passierschein am Zutritt. Ich könnte dir einen ausstellen, aber dazu müsstest du mir schon zwei vertrauensvolle Bürger nennen. Aber ich habe eine dringende Verabredung im Pferd und bitte lass mich doch passieren, guter Mann. Befehl ist Befehl. Ich darf und werde keine Ausnahme machen. Das kann ich verstehen. Ja. Halt! Ihr dürft ohne einen Passierschein nicht passieren. Gut. Was ist mit dir? Ah, ihr wollt eine gepflegte Plauderei bei einem guten Humpen Helm Ferdocker führen. Jetzt wäre ein gutes Bier und ein wenig Gesellschaft nicht zu verachten. Euer Wort in Frau Travias Ohr. Zum Wohl. Sag, was haltet ihr vom Ferdocker Bier? Hat es seinen legendären Ruf verdient? Oh ja, bei den alten Drachen. Das ist das beste Gebräu im ganzen Reich. Was sage ich? In ganz Aventurin. Und ich kenne viele Gebräu. Kommt, nehmt noch einen Schluck. Prost, Partsalon. Ihr tragt übrigens einen ungewöhnlichen Helm. Nur kein Neid. Vielleicht werde ich euch eines Tages eine solche Trophäe. Werdet auch ihr eines Tages eine solche Trophäe euer eigen nehmen. Diese große Schwingen, ist das ein Flügelhelm der Torvaler Piraten? So ist es bei Rondra. Der Helm eines wahren Helden. Mit ihm kann man mächtigen Gegnern entgegentreten. Selbst der gewaltige Drache Umbrakur würde bei seinem Anblick schottern. Wollt ihr wissen, wie ich ihn erlang? Erzählt. Es war vor vielleicht 15 Jahren. Wie immer bei Heldentat beginnt die Geschichte in einer Taverne. Dem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler gelegen am Greifenpass. Ich rastete dort mit Gefährten, um tags darauf weiter über den Greifenpass in den Kusch zu reisen. Plötzlich flog die Tür auf, Eis und Schnee wehten herein, und wer betrat das Wirtshaus? Vielleicht ein Ork? Ihr irrt. Nicht weniger als 7 kraftschlossene Torweiler betraten das Gasthaus, angeführt von hünenhaften Hetman Hügelig, ihrem größten Helden, dem Seeschlangentöter und Plünderer von Droll. Auf seinem Kopf trug er diesen Helm. Wer die Nordland-Trilogie, also das erste schwarze Auge-Spiel auf PC, das ist noch ein DOS-Spiel übrigens, kennt, dem wird der Hetman Hügelig etwas sagen. Der hat nämlich da eine wichtige Rolle, jedenfalls im ersten Teil. Ja, Hetman Hügelig ist ja nicht seit 100 Jahren tot. Einen großen Heroen wie ihn und mich hält auch der Tod nicht auf. Hügelig war stark wie 10 Bären, groß wie ein Baumstamm und trug mehr Namen im Gesicht als alle Ork-Veteranen zusammen. Wisst ihr, wozu es eine berühmte Schicksalsklinge, das meisterhafte Zyklopenschwert, in Wahrheit verwendete? Als was denn? Sagt schon. Als Zahnstocher. So ausufernd war sein Gebiss. Hügelig und seine Torwaler begannen bald, sich über das Ferdocker Bier zu mockieren und Krüge an die Wand zu schleudern. Das konnte ich nicht auf mir und meinem bevorzugten Bier sitzen lassen. Schon hatte ich einen heldenhaften handfesten Streit mit Hügelig und wir traten zum Duell vor die Türe. Hügelig war rasend und stürzte sich auf mich. In jeder Hand 2 Äxte. In jeder Hand? Wie konnte er damit kämpfen? Bevor ich mich das fragen konnte, passelten schon die Schläge der 4 Äxte auf mich ein. Bam, bam, bam. Bam. Dann stieß ich selbst vor, drängte ihn zurück und schlug ihn laut lachend an dem Helm vom Schädel. Ha. Wahrscheinlich war er so betrunken, dass er irgendeinen Torwaller mit 2 Äxten, die er doppelt gesehen hat, für Hügelig hielt. Und ihr habt ihn besiegt und den Helm erhalten? So ist es. Seitdem zieht er meinen Haupt, schützt mich beim Kämpfen und lässt die Frauen in die Knie gehen. Hügelig und seine Torwaller mussten daraufhin 2 Stück die Hymne O Ferdoks Bier, dich lob ich mir, anstimmen. So war es abgemacht und ich trank mit dem Hetman alleine 8 Fässer aus. Bei allem, was recht ist, ich denke, ihr übertreibt etwas, Parsalon. Pa, ihr wollt doch nicht etwa am Wort eines Edelmanns zweifeln. Na, ist es denn auch wahr oder habt ihr mir etwa gerade einen Bären aufgebunden? Denkt darüber nach, Brennoe, Sohn des Durin. Denkt darüber nach. Das würde mir
und euch den Spaß verderben, wenn ich euch aufklären würde. Das werde ich, Parsalan. Und nun Prost. Danken wir der guten Göttin Perrein, dass wir uns dieses helle Ferdocker geschenkt hat. Um einen guten Schluck gute Geschichten zu hören. Sicher, gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Und so kriegen wir Erfahrungspunkte, dass sie eine Stufe aufsteigt. Ja. Alle mal hergehört. Gut, geben wir ihr noch etwas Pflanzenkunde. Fürs Erste. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle speichern wir mal. Das ist jetzt Let's Play 001. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.